Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim und ich werde dich gleich direkt entmuten, denn ich will da einen Vorschlag machen zu den Sachen, die wir besitzen, und vielleicht sagt er ja ja oder nein. So, Darko, und zwar mein Vorschlag. Wir haben aktuell 40 Eisen. Und wir bräuchten 40. Scheiße, uns fehlen zwei. Ach nee, die brennen noch durch. Wir bräuchten 40 Eisen für Eisenpicken. Mit der wir eventuell Obsidian farmen können, mit dem wir dann eventuell stärkere Waffen herstellen können. Wie wär's? Soll ich Eisenpicken herstellen? Vielleicht geht dann das Kupfer- und Nickelfarm sogar oder Zinnfarm noch einfacher. Ein bisschen schneller wird's auf jeden Fall gehen, aber. Oder soll ich erstmal nur eine herstellen? Erstens hätte ich das sowieso gesagt und zweitens, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ob man ein ganzes Eisenzeitalter wirklich so überspringen sollte. Weil wenn es wirklich so ist, dass man aus Obsidian wirklich wieder Rüstung und alles machen könnte, dann würden wir logischerweise Eisen komplett überspringen, was man davon halten soll. Deswegen würde ich ja erst mal testen, was wir da rauskriegen und was wir eventuell damit herstellen können mit dem Obsidian. Weil es kann ja sein, dass, so wie du es mal gesagt hattest, nur Waffen gehen. Dann würden die uns eventuell beim nächsten Boss helfen. Verstehst du, wie ich es meine? Ja klar, aber der Boss ist ja eigentlich, glaube ich, vorgesehen, dass man es halt mit Eisensachen macht. Wann hat sich je irgendjemand an sowas gehalten? Wenn man an bessere Waffen kommt, dann nutzt man die für einen Boss. Ja, eben. Ist doch ganz klar. Da bin ich noch ein bisschen anders trainiert, dass ich halt solche Möglichkeiten nicht ausnutze. So, ich würde es jetzt mal testen gehen. Ich brauche Antifrost-Sachen. Ich habe jetzt eine hergestellt. Ich würde mal in den ins Schneegebiet gehen und ein bisschen Obsidian farmen. Einfach nur um zu gucken. Wir müssen es ja dann nicht verwenden. Außerdem kann ich kann es eh nicht mitbringen, weil ich damit nicht durchs Portal komme. Das ist das nächste Ding. Obwohl, wissen wir ja auch eigentlich gar nicht. Es ist Erz. Es ist Obsidian. Also rein chemisch ist es kein Erz. Jetzt muss ich nur eins finden. Ich glaube, wir haben hier am Portal sogar eins. Nee, das ist Stein. Hier haben wir. Boah, ist mit Nacht. Scheiße. Da sind viele Leute am Arsch. Okay, es gibt keine Waffen. Es gibt wieder ein Upgrade für unsere Werkbänke. Es gibt Giftpfeile. Warte, ich muss ganz kurz zurück, dann kann ich dir genau sagen, was es alles gibt. Ich komme mit Obsidian zurück. Ich kann Obsidian durchs Portal bringen. Weil es halt kein Erz ist, ja. Ja, stimmt. Wie sagt man, in der Fantasy-Welt sagt man ja Drachenstein dazu. Okay, wir können herstellen. An der Schmiede nix. Wir können Frostpfeile herstellen. Obsidian-Pfeile, die machen 52 Damage, 10 mehr als Eisenpfeile. Wir können jetzt Giftpfeile herstellen. Die machen auch 52 Damage.
Rostpfeile können wir herstellen. Was noch? Ich glaube, das war's sogar schon. Mehr können wir gar nicht herstellen. Ach, unten, ja, für den Dingsen Upgrade. Und zwar ist das Upgrade das... Wo ist es? Wo ist es? Hier. Das Werkzeugregal. Werkbankverbesserung Upgrade. 4 Eisen, 10 Edelholz, 4 Obsidian. Also Waffen... Wir können maximal Pfeile damit herstellen, mehr nicht. Ja, wie gesagt, dann können wir es gerne nutzen. Für die Pfeile würde ich es halt auch nutzen wollen, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, da war ja auch was, dass Pfeile überhaupt nichts bringen bei dem Boss, aber ja, können wir gerne nutzen. Ich hatte halt nur zum Bedenken gegeben, wenn es halt wirklich so ist wie Eisen, dass man damit eine ganze Stufe überspringt, aber so ist es ja nicht. Ich gucke jetzt gerade, also beim Steinmetz kann ich auch nichts davon herstellen. Ich habe jetzt auch das Wolfsleder nochmal ins Gepäck genommen. Kann nichts damit herstellen. Also die Rüstung kommt noch nicht. Gut, dann haue ich das Obsidian, was ich jetzt hier habe, sind 13 Stück in die Kiste, wo das Schwarzmetall mit drin ist. Das Upgrade der Picke würde jetzt 10 weitere Eisen kosten. Das heißt... Und die hat im Übrigen jetzt schon eine Haltbarkeit von 200. Ich würde die Picke... Also, bin ich ganz ehrlich, ich würde die Picke erstmal nicht upgraden, weil... Kupfer und so weiter kann man auch mit unserer normalen Picke abfahren. Und Obsidian, davon brauchen Warte wir mal ganz so kurz. In Massen noch nicht. Ja, nee, aber die hat auf jeden Fall eine Haltbarkeit von 150... Und unsere Bronzepicke Stufe 1 hätte eine Haltbarkeit von 120. Aktuell, wir haben ja eine Stufe 3er. Zeig mir das mal bitte an. Haben wir 220. Ja, gut. Wenn man die jetzt aufleveln, hat die eine Haltbarkeit von 280, 300 oder so. Aber ja. Und natürlich ist Bewegungstempo ist wieder eingeschränkt damit. Mit dem Ding. Ja. Weil. Okay, pass auf. Weil du mir erlaubt hast, die herzustellen, stelle ich dir jetzt als erstes, darfst du dir aussuchen, willst du ein Eisenschwert? Warte kurz, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich hasse diese Trolle. Ja, jetzt kannst du. Willst du Eisenschwert oder den Jägerbogen? Wenn ich ganz ehrlich bin, die Picke. Also auch eine Picke. Na, eine vielleicht nicht, aber die. Also, dass wir uns die immer abwechseln. Obwohl, das ist eigentlich auch selbstverständlich. Sagt der mir das letzte Mal meine Picke nicht wiedergegeben hat. Egal wie lange es gedauert hat, du hast sie wiederbekommen und ich habe sie nicht auf unbestimmte Zeit vergeben. Ich würde dir jetzt auch schon als erstes einen Jägerbogen herstellen, wenn du das willst. Weil ich denke mal, ich werde jetzt noch ein bisschen Obsidian farmen gehen. Sowieso mal. Mir ist das Schnuppe, also ich bin eher so jemand, wenn... Oder ich mach dir eben auch eine Picke, mir ist das scheißegal, also... Also zwei Picken würde ich von abraten erstmal, das auf jeden Fall. Das war jetzt auch eher so ein Scherz, aber ich bin so ein Mensch, der sagt, wenn ich mir eine Sache herstellen kann, dann sollte man es mindestens zweimal herstellen können. Das ist das Problem. Das geht. Und das geht halt zurzeit nicht. Genau. Außer eventuell ein Schild. Das verstärkte Schild, da brauchst du jeweils 8 Eisen pro Schild. Hat eine Haltbarkeit von 200. Unser jetziges auf Stufe 3 hat eine Haltbarkeit von 300. Blockwert 55 unsers und das hat einen Blockwert von 60. Soll ich uns dann lieber zwei verstärkte Schilde herstellen? Gerne. Die blocken nämlich besser als unsere... Das Stufe 1 verstärkte Schild blockt besser als unser Stufe 3 Bronze-Schild.
Und was brauche ich noch dafür? Nix. Okay. Eins. Übrigens, solltest du verrecken, du kannst gerne aus der Truhe bisher unsere einzige Ersatzrüstung nehmen. Da würde ich dich auch bitten, da erstmal das Ding hinzustellen. Das Schild hinzutun. Dann hat man da ein volles Set. Wie, warte, wie jetzt? Du hast gerade geredet, als ich hergestellt habe. Also, du kennst mich, ich bin ein Schissi-Typsi, was bedeutet, ich gehe auf Nummer sicher, was bedeutet, ich besitze seit oder kurz bevor ich essen war eine Ersatzrüstung. Da es die einzige ist, kannst du die bei Notfall natürlich gerne verwenden. Und dazu wollte ich dich bitten, dass du da das Schild zutust, damit diese komplett ist. Weil bisher du hast dir eine komplette Dreierbrust Bronzerüstung hergestellt? Wie es ja unser Ziel war eigentlich, ja. Aber das hat mich das, ja, aber ja. Ja, nö, ich habe ja selber meine eigenen Kisten hier und da hau ich mein Ersatzzeug dann rein. Das ist nicht das Problem. Nein, erstens wollte ich damit sagen, erstens wollte ich dir sagen, dass ich das gemacht habe und zweitens wollte ich dir sagen, dass du sie gerne verwenden kannst und drittens wollte ich dir sagen, dass du das Eisenschild bitte dazu packst und das Schild auch so. Ich habe das einfach da. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe das verstärkte Schild da reingepackt, klar. Hätte ich ja sowieso gemacht, dass es bei dir irgendwo in der Kiste gelandet wäre. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Oh, das ist schön groß. Aber das, du hast es mir jetzt gesagt mit der Rüstung. Wäre es nicht praktischer gewesen, wenn du es davor gesagt hättest, bevor du es hergestellt hättest? Oder hast? Eigentlich schon. Eigentlich schon, aber habe ich nicht nachgedacht, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit war, weil wir davor ja schon abgeklärt hatten, dass wir das machen. Ah, ist ja kein Ding. Dann stellst du mir halt auch eine her. Dafür bin ich gerade farm. Unter anderem. Es wird gerade Tag. Ich warte ab, bis es noch ein bisschen heller ist, bevor ich wieder da reingehe. Denn ich hatte vorhin mit einem Drachen. Ich hatte einen Drachen gesehen. Und guck mal im Discord oben in Musik-Lounge, was CO2 drin. Ja, ich könnte jetzt eigentlich mal ganz kurz raustappen, fragen, was er möchte. Ich denke mal, der will mit mir Seven Days to Die spielen. Aber ich bin gerade am Aufnehmen. Mittlerweile nicht mehr. Doch. Seit zwölf Minuten. Ich habe das jetzt mit der Eisenpick in Aufnahme gemacht. Ja, klar. Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass du die Aufnahme beendet hast, weil du auf einmal von CO2 sprichst. Nee. Okay. Ja. Selbst wenn irgendjemand anderes da oben wäre, hätte ich das jetzt gesagt. Jo, ach, und ich habe ein paar Bronzepfeile noch hergestellt gehabt. So 300 Stück für jeden 150. Bronzepfeile jetzt doch? Ja. Die 8 muss ich trinken. Naja, falls wir da was brauchen von, wisst ihr? Wenn wir in die nächste Krypta gehen oder vielleicht doch einen Boss finden, den wir hart penetrieren wollen. Und es ist aber auch gut, dass ich im Schneegebiet bin. Ich brauche sowieso irgendwann, wir brauchen irgendwann sowieso noch ein drittes Drachen, ey. Mhm. Da liegt ein Baum, entwurzelt. Okay. War der Golem wahrscheinlich am Werk. Ja, wo er gegen Fenrir gekämpft hat. Also ich hau auf so ein Obsidian-Vorrat 2-3 Mal mit der Pick getroffen, ne? Dann habe ich ihn abgefarmt. Das verhält sich wahrscheinlich so wie mit dem Zinn vorkommen. Die ist richtig nice. Ja. Ach du Scheiße! Wie soll man den down kriegen? Den Golem? Ich hab den gerade angegriffen. Einfach gar nicht. Oder mit Eisensachen. Das glaube ich auch. Jedenfalls verabschiede dich von deinem Leben, wenn du nicht schnell genug wegkommst.
Aber ich habe durch den jetzt Bogenstufe 18 erreicht. Ich schlock den jetzt ins Festland rein. Der ist gar nicht so schnell. Es ist ein Steingolem. Ein ganz normaler Steingolem. Und? Ey, du sollst hierbleiben, du Arsch. Komm mit. Komm mit. Ich glaube, der muss mal mit einer Picke klatschen. Das ist nicht Minecraft. Also genau. In Craftopia musstest du auch die Steingolems mit einer Picke klatschen. Da hast du mehr Damage gemacht. Ich lock dir mal in den Dunkelwald hier unten rein. Oh, danke für die Steine. Bitte schau, wo ich bin. Nicht, dass ich beim Abbau dann auf einmal das, den Dingsbums oder Fresse habe. Das wäre nicht so schön. Yo. Okay, mit einer Picke machst du wirklich bei dem Damage. Aber der... Oder überhaupt? Der zieht auch ordentlich was ab, da muss man zu zweit ran. Außer ich lasse ihn von jemand anderen besiegen. Wo ist ein Troll? Ich hab hier keinen. Zum Glück. Alter, der macht 69 Damage. Ohne Block. Ich warte mal ab, ich versuch den. Scheiße, hier ist normale Graslandschaft. Ich habe 70 Leben, ich würde mit einem HP überleben. Komm, boot. Wir suchen jetzt einen Troll. Okay, ich bin wieder normale Graslandschaft. Und mich verfolgt jetzt der Golem und ein Grauzwerg. Scheißstein. Na ja, gut, ich renne jetzt mal weg. Der geht eh wieder ins Eisgebiet zurück. Komischerweise. Himbeeren. Vorm Golem. Haha. Und weggesnackt. Warum? Ich bin gar nicht so weit weg von dir. Warum willst du zurückrennen? Du kleiner Kackvogel. Ich will das jetzt testen. Wer gewinnt, der oder Troll? Der. Allein einfach nur, weil es die nächste Stufe ist. Wow. Da hat er mich doch noch gekriegt. Wo warst du nochmal? Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Wohl kaum. Du weißt schon, dass wir uns gegenseitig auf der Map sehen. Ah, ich bin auf der anderen Seite vom Schneeberg. Ey, jetzt kommt der wieder zurück. Hä? Der kämpft gegen was? Gegen Wölfe. Wölfe greifen den an. Ah, okay. Aber hoffentlich nicht unsere Wölfe. Nee, aber die machen halt mehr Damage als ich mit der Picke.
Und der one-hittet die mit 90 Attack Damage. Ja, gut. Aber ich sammle gleich mal den Loot ein. Das ist auch eine kleine Farmmaschine. Ja. Wenn man sich den tamen könnte auf dem Reiten. Oh. Dann wären wir in Ark. Ja, wo ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht habe, so ein Golem zu zähmen. Wollte ich immer, aber hat nie funktioniert. In Ark? Ja. Du brauchst große Kanone dazu. Ja, ich weiß, hatten wir ja auch schon mal zusammen versucht, aber boah, das war's auch. Mehr als versucht, wurde es auch nicht. Irgendwas greift unser Portal ein, wenn ich das richtig höre. Welches? Das, was nicht mehr steht. Scheiße. Welches war das? Das Eisportal? Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich das da unten in das Loch einbaue, wo wir die Dings getamed haben. Die Wölfe. Ich soll immer wieder hochlaufen, aber wer sicher dort? Ja, das stimmt. Ich kann die Steine hier reparieren. In dem Loch. hier, Werkbank. Einmal dahin. Welche Nummer hat... Oh, scheiße. Welche Nummer hat denn das jetzt gehabt? 3. Schönen Tag. Ich bin wieder draußen. Wieder zurück zur Base. Oh, da kann ich mich jetzt so die Folge gleich beenden, ne? Ich habe aktuell 33 Obsidian im Gepäck, 4 Blaubeeren und 2 Himbeeren. Die konnte ich nebenbei sammeln. Oh, dann mute ich mich mal ganz kurz. So, wir können jetzt Obsidian abbauen. Ich bin da richtig happy drüber, auch wenn man nicht wirklich viel mitmachen kann. Aber wir haben es auf jeden Fall. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.